Kika Lounge. Entspannung pur die ganze Nacht. Mit ihrem Chillout-Coach Bernd das Brot. Bitte was? Die Kika Lounge. Entspannung pur die ganze Nacht. Mit ihrem Chillout-Coach Bernd das Brot. Vergesst es. Ich mach doch hier nicht die ganze Nacht über das Hampelbrot. Fernsehen ohne alles. Die Zukunft in der Kika Lounge. Everybody, chill the bread. Was auch immer. Vergesst es. Everybody, chill the bread. Nein. Ich fass es nicht. Die Alte, geh auf der einen Seite raus und komm zur anderen Seite wieder rein, Nummer? Euch fällt wohl auch nichts Neues mehr ein, was? Sie nennen es Langeweile, wir nennen es besseres Fernsehen. Die Kika Lounge. Offensichtlich nicht. Dann schaltet wenigstens dieses Plastikgedudel ab. Das ist die Kika Lounge. Okay, die Stimme kommt vom Band. Und ich weiß auch warum. Damit ich nicht mit Ihnen diskutiere. Rundherum gibt es alberne Gewinnspiele, aber nur hier gibt es die Kika Lounge. Das ist doch alles nicht wahr. Aber nicht mit mir! Ich vergaß. Mist. Und dabei ist die Nummer mittlerweile schon so alt. Altbewährtes trifft auf Neues und macht den einzigartigen Chill-Out-Mix hier in der Giga Lounge. Altbewährt, klar. Und Neues daran, dass dazu dieses einfallslose Gedudel läuft, oder was? Unglaublich. Warum sage ich überhaupt was? Das ist, als würde man seinem Navi widersprechen. Entspannt euch das? Dieses Gummigeblubber. Mich nervt's. Welche Tasten muss man für so ein Gedudel denn drücken? Auf der Heimorgel vom Grabbeltisch. Hm? Die Demo-Taste? Oder ist das eins von diesen Dingern, die sie im Homeshopping verkaufen? Nebenan? Hm? Das mit den Leuchttasten? Nur zur Sicherheit. Das ist keine Lichtorgel. Das ist zum Spielen lernen. Mhm. Versteht ihr? Keine Lichtorgel. Nein, das ist zum Spielen lernen auf so einem... Mit wem rede ich eigentlich? Die elende Stimme kommt vom Band und ihr hört mir eh nicht zu. Was soll's? Wenn mich jemand sucht. Ich leg mich jetzt hier hin. Und warte, bis der Blödsinn vorbei ist. Ist eh zu hell zum Schlafen. Fernsehen ganz ohne Castingshows. Nur hier in der Kika Lounge. Und zu laut. Das ist die Kika Lounge. Das ist keine Lounge. Das ist die Hölle. In Weiß. Und ich chille auch nicht. Ich ruhe mich aus. Ja. Und wenn ich mich ausruhen will, dann lerne ich das Muster meiner Raufasertapete auswendig. So. Entspannung pur die ganze Nacht. Mit ihrem Chill-Out-Coach, Bernd das Brot. Ich bin kein Chill-Out-Coach. Und ich weiß nicht mal, was der macht, so ein Chill-Out-Coach. Chill. Ui, chill, chill. Mann, sind wir gechillt. Hey, voll chillig hier, Baby. In's Haus. Oh. Du musst sofort aufhören zu chillen, anstatt dessen aufräumen in your Wohnzimmer, denn it looks little staubig. And the chips on the Wohnzimmertisch are mindestens a year old, baby, yeah! Warum nebenan 1 Million Euro mit einem einzigen Anruf ausgeben, wenn Sie hier umsonst chillen können? In der Kika Lounge. Ihr habt sie echt nicht mehr alle. Und ihr? Schaut euch den Blödsinn auch noch an. Warum seid ihr überhaupt noch wach?
Es ist schon mindestens... Hey, wie viel Uhr ist es eigentlich? Ah. Danke. Gerne. Was? Das ist die Kika Lounge. Hat jemand von euch vielleicht eine Uhr? Was rede ich da? Wenn ihr eine hättet, würdet ihr nicht immer noch vor der Glotze sitzen. Offensichtlich habt ihr auch keine Fernbedienung. Sonst würdet ihr wenigstens umschalten. Oder aus. Das ist es. Ihr schaltet einfach um. Und wenn kein Schwein mehr dieses billige Chill-Down-Off-Move-1000 blabla geblubber schaut, dann kann ich nach Hause gehen und in Ruhe die Wand anstarren. Also los. Schaltet um. Alle. Jetzt. Ciao. Bis dahin. Oder auch nicht. Ein Versuch war's wert. Everybody, chill the bread. Die Kika Lounge, chill out and drop off. Drop off? Was soll das denn jetzt schon wieder heißen? Tropf runter, oder was? Wenn ihr euch schon so obercoole Sprüche ausdenken müsst, dann schlagt wenigstens nach, was es heißt. Ist doch egal, Hauptsache es klingt entspannt. Hat man mir gerade geantwortet? Das ist die Kika Lounge. Vergiss es! Du hast mir geantwortet! Hey, los! Gib es zu! Sprich mit mir! Everybody, chill the bread. Okay, also. Die Kika Lounge. Na, vielleicht... Ein bisschen karg eingerichtet, was? Eure Lounge. Hey, Navi-Typ. Wie wär's mit einer dieser hässlichen Milchglaslampen? Genau. Kostet so viel wie ein Kleinwagen und macht so viel Licht wie eine Taschenlampe aus dem Yps-Heft. Oh, welch Effekt. Ich hasse bunt. Edgy Bitch. Alles klar. Ugh!